Hallo und herzlich willkommen, alle Freunde des Schnitzens. Heute freue ich mich auch wieder mal eine kleine Figur zeigen zu dürfen. Und zwar geht es um eine 95 mm Krippenfigur aus Ahorn geschnitzt. Und das Ganze ist eine besondere personalisierte Krippenfigur. Deshalb steht die auch so da. Also hat also wirklich jemand sozusagen Modell gestanden und wollte sich so verkörpert wissen, um sich selber so an die Krippe mit ranzustellen, also schon zu vorhandenen Figuren und einer Krippendarstellung. Und da habe ich ihm jetzt diese Figur mal geschnitzt und sozusagen personalisiert, ein wirkliches Unikat erschaffen hier an meiner Werkbank. Und da zeige ich mal ein paar Sequenzen. Ich konnte natürlich nicht alles filmen. Wenn sich jemand vielleicht fragt, warum denn nun ausgerechnet so? Also da gibt es ja nun viele verschiedene Ansichten, wie man die Geschichte vielleicht sehen kann oder ja Fragen dazu hat oder vielleicht skeptisch ist. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie religiöse Gefühle hier zu verletzen. Natürlich gibt es da ganz viele Ansichten oder Glaubensrichtungen. Natürlich, das ist jetzt hier nicht mein Thema, sondern die Person wollte sich eher so ein bisschen skeptisch an den Rand stellen und sozusagen seine eigenen Fragen damit zu verkörpern. Finde ich auch eine schöne Idee, ja, dass man eben nicht nur irgendwas übergestülpt bekommt, sondern auch eigene Fragen dazu ja mit reinbringen kann in die Religion sozusagen. Und ich durfte mich ja selbst mal schnitzen als Krippenfigur, der dem Jesuskind so ein kleines Geschenk schnitzt und habe mich da selbst sitzend dargestellt. Also das hat mir auch Freude bereitet. Ich würde mich vielleicht wieder so darstellen. Ja, wie ist deine Meinung? Schreib's gerne in die Kommentare, wie du dich vielleicht darstellen würdest oder wie du die Figur fandest. Dann wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Zuschauen oder auch mit deinen eigenen Schnitzarbeiten. In diesem Sinne, Film ab! Kurz zu dieser kleinen, feinen Figur, die habe ich eben eingescannt, runterskaliert, dann mal so ausgedruckt. Das habe ich hier gezeichnet und mit der Kundschaft abgesprochen, mit der Kleidung und so. Und dann mache ich das eben in dieser Art und Weise, dass ich hier eine ganz exakte Schablone habe. Deshalb habe ich das erstmal in groß gezeichnet. Man hätte es ja auch in klein zeichnen können oder direkt aufs Holz. Ohne Frage, aber hier kann ich eben sehr genau mich jetzt danach richten und das ist schon irgendwie ein bisschen perfekter, ja. Das wird ja auch gerne gemacht bei so großen gefrästen Modellen oder die fürs Fräsen gedacht sind aus Bronze, die dann runterskaliert werden, wo man dann nämlich auch Ahorn nimmt. Das hier ist nämlich ein Stück Ahorn, was ich hier ausgewählt habe für diese kleine, ja, doch sehr genaue Schnitzarbeit. Und da hat man ja auch früher sehr viel so Massenproduktion gemacht. Ich weiß nicht, ob es heute noch so viel ist. Also kleine Madonnen oder Heiligenfiguren, die dann in Ahorn gefräst wurden, so in handlichen Größe für 10 Euro oder so. Genauso perfekt und in diesem Holz, was ganz dicht ist, was eine ganz dichte, ja feste Struktur hat mit so ganz kurzen Fäserchen, so ähnlich wie die Linde, aber noch dichter und fester. Und das hat man auch gerne früher für so Küchentische oder Möbel verwendet im Kneipenbereich oder so, für so Gebrauchstische. Da konnte man direkt den Teig drauf klatschen und die Patina ist immer perfekter und glätter geworden an diesem Ahorntisch. Die konnte man dann mit einer Ziegelklinge abziehen. Also da waren die alten Tischler und Schreiner, so sagt man sie auch in anderen Regionen, sehr versiert mit der Auswahl des Materials und auch im Instrumentebau natürlich Ahorn. Sehr wichtig, so gibt es ja auch hochwertigen Riegel-Ahorn, der dann für spezielle, einen Kontrabass oder eine Bratsche, wie auch immer, verwendet wird, wenn man da so einen Hals baut, womit ich mich jetzt natürlich nicht so auskenne, aber da wäre das Holz auch gut zu gebrauchen. Und hier mal für diese kleine, genaue Arbeit. Die Bandsäge werde ich dann einfach so einsetzen in den Rundungen, dass ich hier immer so Schnitt an Schnitt säge, wie ich das ja immer praktiziere bei diesen kleinen Arbeiten. Aber ich säge das dann nur mal von einer Seite aus und werde mich dann da mal so gut es geht heranarbeiten. Ja, ich denke, wir sehen uns dann wieder am Schnitzgalgen. Die Arbeit spanne ich auf, deshalb lasse ich hier unten so ein Stück dran. Schön mit einem kleinen Schrauber aufgespannt, dass ich hier ganz exakt und genau und kontrolliert arbeiten kann, weil die Schnittführung halt hier auch wichtig ist. Okay, dann bis zum Schnitzen.
Ahorn ist natürlich ein hartes Holz, was sich nicht besonders gut schnitzen lässt, wenn man es jetzt ganz herkömmlich bearbeitet, wie ich das jetzt hier machen möchte. Natürlich, wenn man das jetzt fräst oder so, wo die Figur komplett fertig gefräst wird, ist das ein Traum, dieses Holz, dass es einfach sehr dicht ist, sehr fest ist. Aber das Problem hier ist ja, dass sich dieses kleine Mini-Werkstück praktisch sehr gut bewegt. Ja, und wenn ich das schon aufspanne auf diesen eher kleinen Galgen, bewegt sich dann auch der Galgen, wie man sieht, wenn ich da richtig randrücke oder wenn ich schlage. Also da kann man eigentlich fast nur so kleine Querschnitte machen hier mit dem Hohleisen. Das geht immer sehr gut. Und da fange ich eben von vorne an. Hat jetzt einfach hier den Sinn, das ist ja eine personalisierte Krippenfigur. Der soll also so ein bisschen skeptisch mit an der Krippe dran stehen. Deshalb die Hand so am Kinn, also es war so gewünscht und ich versuche es jetzt als Schnitzarbeit umzusetzen. Da fange ich halt jetzt an, mal diese Bewegung und diese Idee so von vorne erstmal anzulegen, weil wenn ich jetzt eher flachere Schnitte mache, kann ich da immer noch mal tiefer gehen oder ja, das ein bisschen verändern und habe im Notfall nach hinten noch mal ein kleines bisschen Luft. Da ist es natürlich gut, wenn das Holz dann nicht von der Seite ausgesägt ist, sondern dass ich jetzt auch noch genügend Material habe, mich ranzuarbeiten. Also da gibt es verschiedene Methoden, wenn man sich natürlich 100% sicher ist oder ganz schnell arbeiten möchte oder die Figur schon mehrmals gemacht hat, würde ich sie sehr schnell auch von der Seite aussägen. Das macht natürlich Sinn, wenn man jetzt sehr schnell arbeiten möchte. Aber hier gerade im Hirnholzbereich lässt sich doch nicht so ideal arbeiten. Dafür hat dieses Ahornholz in der feinen Bearbeitung natürlich große Vorteile, also dass ich da kleine Kanten sehr exakt darstellen kann oder auch eben so schön querschneiden kann. Auch wenn das Eisen vielleicht nicht die ideale Schärfe hat, kann ich da ein Auge ganz hundertprozentig gut darstellen. Also wenn ich querschneide und kann da die kleinen Lidkanten und so auch andeuten. Natürlich muss ich hier versuchen, ja möglichst mich jetzt an diesen Kanon der Figur ranzuarbeiten, also mit der Schublehre, mit dem Messschieber die Kopfgröße mal genau einstellen und dann versuchen eben das so möglichst genau abzuarbeiten. Natürlich trifft man es jetzt nicht immer 100% ideal, aber so eine Person, je nachdem wer das jetzt genau sein soll, in dem Fall war dieser Mensch leicht untersetzt. Das kommt mir natürlich ein Stück weit entgegen, ja, dass ich den Kopf nicht genau 8-mal wie nach einem ja, kunsthistorischen Ideal oder so gestalten muss. Da hat man natürlich noch ein bisschen Bewegung so mit der Individualität der Person. Das würde ich auf jeden Fall ausnutzen. Und Gottfried Bammes, also dieser Künstleranatomie-Lehrer, damals der Professor, hat ja die Modelle sogar vermessen und dann genau herausgefunden, also sozusagen naturwissenschaftlich, wie sich das verhält mit den Kopflängen bei der Person. Ja. Aber so weit können wir natürlich nicht immer gehen. Also wir versuchen es so gut wie es geht, aber es ist ja dann auch das Zeitlimit oftmals gesetzt. Ja, man sieht aber, bei dem Ahorn hat man hier so ein bisschen das Problem, warum schneide ich jetzt von oben und unten manchmal, weil der Faserverlauf doch recht schnell wechselt und man kennt das ja bei dem Riegelahorn, da hat man diese tollen schimmerigen Stellen im Holz, aber eben auch diese Drehwüchsigkeit, die sich damit verbindet, das war hier eben auch so ein bisschen der Fall, man sieht sofort, wenn man gegen die Faser schneidet und das habe ich versucht, so gut es geht, auszumerzen. Ja, jetzt ist das von vorne angelegt. Man sieht, das Gesicht ist so ganz hauchzart, flach angelegt. Nur mit wenigen Schnitten erstmal geguckt, passt das so? Ist das die Richtung, die ich mir vorgenommen habe? Und so habe ich es dann tatsächlich weiter vertieft, wie man jetzt hier sieht. Ich kann jetzt nicht alles zeigen. Ich bin dann noch wesentlich tiefer reingegangen, habe da versucht, das Auge möglichst auch plastisch auszuarbeiten. Das ist natürlich sehr schwer bei dieser Größe von Figur. Desto kleiner man das Auge gestaltet, da kann man natürlich auch mit der Kopfgröße nochmal was machen, wenn man jetzt merkt, oh, mir ist der Kopf zu groß geraten. Einfach die Augen nochmal ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler schnitzen zum Beispiel, dann kann man auch wieder am Kopf was korrigieren oder so. Ja, der Kopf ist hier, ist gerade noch okay, größer dürfte jetzt nicht sein. Dieses Gewand, der trägt so ein orientalisches Gewand, das ist nochmal so mit einem Pelz besetzt, also so verbrämt schön, dass das so ein bisschen
an schon vorhandene kleine Figuren mit ranpasst und eben so ein bisschen spielerisch hier das Ganze nochmal so verschnörkelt, sage ich mal, und habe ich einfach so Querschnitte stehen lassen, weil das lässt sich in diesem Material natürlich in der Größe schwer darstellen, irgendwie noch großartige Schwünge und Kringel da plastisch reinschnitzen. Da muss man hier so ein bisschen mit diesen Effekten arbeiten, aber das Holz, wie gesagt, lässt sich ja in dieser Feinbearbeitung ganz toll ja, handhaben, und da kann man also auch Querschnitte mal stehen lassen. Die werden ja dann auch recht sauber, weil das Holz fest ist. Kann man toll ausarbeiten. Also das hat mir viel Freude gemacht und das war wirklich eine Nummer besser so mit den Händen. Die kann man hier natürlich schön abschätzen, ja, zum Gesicht hin. Da kann man dann wirklich runter aufs Maß arbeiten, weil wenn man sie zu groß oder viel zu groß macht, dann sieht man das ja sofort. Es ist hart an der Grenze, aber ich meine 95 mm, da werden einem schnell dann hier die handwerklichen Grenzen bewusst. Oder aber wenn man es jetzt wirklich den Anspruch hat, es soll ganz perfekt werden, dann muss man halt sehr lange daran arbeiten. Wenn man jetzt im Hobbybereich die Zeit hat, kann man das sich nehmen. Aber ja, dann es ist schon immer noch die Frage von Sinnhaftigkeit und irgendwie Rationalität steht schon noch mit im Raum, würde ich sagen. Da würde ich mir einige Gedanken machen. Wenn das jetzt die Krippe der Krippen werden soll, ja, dann müsste man natürlich auch eine grandiose Vorlage haben, dass die Form und alles dann auch super ist oder die Komposition, das Zusammenspiel der Figuren. Gut, die Figur hat dann auch noch so ein Untergewand an, das hat unten wie so ein Bund und ist so ein bisschen aufgeplusterte, bauschige Hose soll das sein, die in einem Gewand bis nach oben durchgeht. Das sieht man jetzt hier natürlich kaum. Das ist das Schöne dann an der Bemalung, dass man dadurch auch nochmal die Flächen ziselieren kann, also so richtig schön ausarbeiten. Eine Bronzearbeit, wenn die aus der Gussform kommt, wird ja dann ziseliert, dass nochmal die ganzen Nähte und Gusskanäle wegkommen. Und so ähnlich ist das Malen eigentlich auch, wie so ein Ziselieren, so ein Ausarbeiten, nochmal Flächen voneinander trennen und schön darstellen. Da hilft natürlich Farbe wundervoll dazu. Das habe ich dann auch noch gemacht, dass es eben an schon vorhandene Figuren mit dazu passt, weil die eben auch bemalt waren. Ja, da hat man viele, viele Möglichkeiten. Hier schnitze ich jetzt noch an so ein paar Falten. An den Ansatzpunkten würde ich bei den Haaren oder auch bei den Falten versuchen, das ein bisschen anzudeuten. Also in der Größe kann man nicht allzu viel machen. Ein paar mehr Falten, klar kann man immer schnitzen. Aber so hier strahlt er eben mehr so eine Ruhe aus, weil er eben auch im Kontrapost dasteht. Also er steht von uns aus gesehen auf dem linken Bein. Wenn ich es rumdrehe, natürlich ist es dann das Recht, die rechte Seite. Aber er steht auf diesem einen Bein, ja, das Körpergewicht ruht darauf und dadurch kommt auch so eine Ruhe irgendwie in die Figur rein. Und wenn ich jetzt das Gewand oben sehr ruhig halte und auch die eine Hand in Ruheposition, tut das die Haltung nochmal so mit unterstützen. Und der Fokus geht dann wirklich auf die Gestik, dass die Hand ans Kinn kommt. Ja, das haben wir natürlich vorher so abgeklärt. Und ich denke, das hat auch ganz gut gepasst so mit dieser Haltung, dass das ja das Ganze so ein bisschen mit unterstützt. Sowohl Ruhe als auch leichte Andeutung einer gestischen Haltung. Ja, jetzt brauche ich natürlich einen Grund, weil ich mit Ölfarbe male. In irgendeiner Form muss es dann immer grundiert sein, weil das so klein ist, lackiere ich die Figur. Da hat man eben die Möglichkeit, dass da jeglicher Hirnholzbereich und Längsholzbereich nicht mehr saugt, sondern immer der gleiche Grund überall geschaffen ist. Und dann kann ich eben sehr, sehr gleichmäßig malen zum einen oder auch sogar lasierend malen. Vor allem, wenn das nochmal doppelt so groß wäre, kann man jetzt schön die Maserung zeigen, indem man die Ölfarbe sehr, sehr dünn aufrührt und dann ganz dünn malt. Ich habe eben immer zwischengeschliffen und dann auch für das eigentliche Malen nochmal leicht anschleifen. Dann hat die Ölfarbe den idealen Halt und da kann man also ganz toll mit malen. Genau, hier schleife ich jetzt nochmal an. Dann nehme ich einfach Ölfarben und da braucht man schnell trocknendes Malmittel. Das ist ganz wichtig, dass das dann auch wirklich trocken wird. We'll be right back.
Dankeschön fürs Zuschauen. Gib mir hier gerne auch einen Daumen nach oben. Abonniere gerne den Kanal, dann verpasst du keine dieser Videos mehr. Wenn du sagst, du hättest gerne mal so eine Figur, gib sie gerne bei mir in Auftrag, dann kann ich das sogar hiermit zeigen. Ja, darüber kannst du mich unterstützen, dein Wunschprojekt vielleicht hier dargestellt sehen oder auch für dich persönlich als Videodatei, wenn du mir einen Datenträger gibst, kann ich dir das auch abspeichern für dich persönlich. Oder du kannst mich auch rein finanziell nur unterstützen, wenn du sagst, du findest das gut, du profitierst davon. Natürlich ist das nur möglich durch deine Unterstützung, dass du hier likest, dass du Kommentare schreibst oder dass du diese Videos teilst, dass sie mehr Leuten gezeigt werden. Da bin ich natürlich ganz und gar ja sozusagen auf die Community auch angewiesen. Und es ist natürlich auch üblich, dass man sozusagen seinen Liebling, den man da irgendwie regelmäßig konsumiert, auch manchmal ein bisschen unterstützt. Haben viele von euch auch schon gemacht durch diverse Aufträge oder ja vielleicht auch Zuwendungen. Ich blende hier mal meinen PayPal-Link oder meine Bankverbindung ein. Dann kannst du mich auch unterstützen, denn du weißt, das Ganze hier kostet eine Menge Geld und auch Zeit. Also neue Technik muss immer wieder mal angeschafft werden oder Objektive, Ton, Computer, meine Arbeitszeit, Datenspeicherung, also viele, viele Terabyte, die da angelaufen sind, wo ich mich jetzt auch mal damit weiter beschäftigen muss, dass diese gut und sicher verwahrt und gespeichert sind. Unterstütze mich da gerne. Ich freue mich natürlich über fröhliche Geber, das ist natürlich klar, freiwillig, da muss sich niemand verpflichtet fühlen. Du kannst auch weiterhin dir das einfach so anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen eigenen Schnitzarbeiten und eine fröhliche und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. In diesem Sinne, bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.